Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Limbo. So, wir sind hier an dieser Stelle hier angekommen und wir wollen irgendwie diese Stelle auch überwinden, denn, ne? Jetzt kriegen wir es auf. Moment mal. Genau, ich wollte die Schwerkraftumkehr gleich wieder ausschalten. Na? Dann haben wir hier aber auch noch einen Magneten. Die Frage ist, wie kriegen wir den da wieder aus? Weil der müsste hier jetzt eigentlich aus. Hier ist halt nur nichts. Wenn ich ihn jetzt ausschalte, dann knallen die beiden Dinger runter und ich komme da nicht hoch. Irgendwelche Kisten vielleicht mitholen? Na, an diese Kisten komme ich ja jetzt auch nicht mehr ran. Nee. Nicht. Keine Möglichkeit. Aber wir müssen doch da irgendwie hochkommen. Also wenn jetzt die Kiste runterfallen würde, wäre das kein Ding. Gibt da leider beim Magneten ausschalten ja auch keine Verzögerung. Moment. Die fallen da jetzt dann jetzt auch sofort runter. Und schon ist hier nichts mehr. Nee. Gut, machen wir es nochmal an. So. Hier ist halt auch nichts. Die Frage ist. Ja. Hier mit dem Kabel, das da hochgeht, kann ich leider auch nicht interagieren, weil ich würde, ja, würde sonst sagen, das Ding einfach da mal rausziehen, aber abstöpseln, rausziehen, kaputt machen. Tut sich aber nichts. Dann knallen sie da schon gleich wieder runter und ich komme dann immer hoch. Alles schön und gut. Alles schön und prima. Kann hier ja leider sonst nichts ausstellen, ne? Das bringt mir halt auch nichts. Und zwar überhaupt nichts. Ich muss irgendwie es schaffen, das Ding auszustellen. Oh, Moment. Erst schalten wir den Magneten nochmal an. Damit die Dinger nicht gleich wieder runterklatschen. Irgendwie zum Teufel muss es ja wohl gehen. Teufel. Sollte das jetzt vielleicht hier die nächste Stelle sein, an der ich hängen bleibe? Also bei der letzten gebe ich ja zu, dass es ziemlich dämlich war. Ja, allerdings, ich will halt wirklich nicht
Ich will jetzt echt nicht drauf kommen, was, wie ich das hier angehen könnte. Hier ist halt auch wirklich nichts, was nutzen könnte. Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht irgendwas, was man mit den Kisten kaputt kriegen könnte oder so. Ich sehe ja keine Möglichkeit, diese Kisten in irgendeiner Art und Weise zu verschieben oder so. Oder gibt es da vielleicht doch irgendwas, was man machen kann? Ja. Okay. Er hält sich auf jeden Fall dran fest, aber es ist ihm zu schwer, die Kiste hier. Hier so vielleicht? Nö. Ich will da hoch. Ich will hoch. Ist halt nicht, ne? Tut sich gar nichts. Es müsste halt irgendwie. Also er hält sich dran fest. Das ist schon nochmal interessante Sache. So, dann denen die festgehalten werden. Aber wie soll ich das Ding dann wieder auskriegen? Okay. Machen wir jetzt erstmal so. Und kann ich da vielleicht hochklettern? Auch nicht, ne? Ich dachte vielleicht, dass da was ginge. Aber nö. So. Wenn ich stöße ich noch den Kopf. Lala. Lalala. Okay, ich komme hier echt nicht weiter. Da drüben ist auch gleich wieder noch ein neuer Hebel, neuer Knopf. Da muss ich aber erstmal hinkommen. Die Frage ist jetzt echt wie. Okay, ich glaube, hier ist dann nächstes Mal wieder die Zeit gekommen, euch zu fragen, was denkt ihr denn? Oder müsst mir ja nicht gleich die Lösung verraten. Gebt mir halt einfach nur einen Tipp. Falls ihr es selbst schon wisst. Oder was denkt ihr, wie könnte ich es versuchen? Wer die Lösung halt schon weiß, einfach mir mal einen Tipp geben. Weil ich, ja, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich jetzt hier schon ein paar Rätsel wieder gelöst habe. Und ich jetzt einfach nur wieder was nicht sehe, was so offensichtlich eigentlich ist, wie beim letzten Mal. Aber, ja. Ich raff's halt nicht. Könnte es irgendwie vielleicht sein? Das probiere ich jetzt mal noch kurz aus, warte. Das probiere ich noch aus. Könnte es vielleicht sein, dass wenn die Kiste runterklatscht? Hoppala. So. Man hört, wenn man irgendwie hochgeschleudert wird, höher springen kann. Ne, hat überhaupt keine Auswirkungen. Also würde ich sagen, mache ich hier mal Schluss und bin mal gespannt auf irgendwelche, auf eure hilfreichen Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.